La Strada Regent 4x4 auf Mercedes-Benz Basis. Ja, hier steht er und wir sind in Bern auf dem Swiss Caravan Salon und werden uns heute mal dieses Auto mal komplett anschauen. Ja, er macht wirklich eine große Figur mit dem, ich sag mal, Serienfahrwerk, wie es kommt, was schon höher gelegt ist, aber auch diese All-Terrain-Liven von BF Goodrich. Ja, das ist schon eine ordentliche Erscheinung, die hier da ist. Ja, man sieht immer mehr Modelle auf Mercedes-Benz-Basis, gerade hier in der Schweiz. Ein sehr, sehr beliebtes Fahrzeug hier von Lexa Wohnmobile. Und ja, auch hier habe ich an der Seite die Ausbuchtung mit drin, die wir mal ganz kurz sehen. Hier an der Seite mit drin, damit ich wahrscheinlich im Querbett, das werden wir gleich mal sehen, etwas mehr Platz habe, habe ich hier diese Ausbuchtung mit dabei. Und was dem Fahrzeug wirklich gut steht, ist natürlich dieses Reserverad hier von BF Goodrich auf der Heckpartie. Auch das werden wir uns mal anschauen. Eine Dieselheizung, eine Tuma 6D ist mit eingebaut. Da ist sie, damit man möglichst wenig Gas hat. Eine Soganlage ist mit drin. Und auch hier hinten diese dominante Darstellung des Reifens BF Goodrich mit weißer Schrift. Ja, hier ist die Soganlage mit drin. Die Wasserbefüllung. Ich gehe am besten mal rein. Ich zeige Ihnen gleich mal die technischen Daten von dem Fahrzeug. La Strada mit Dachmarkise und allem drum und dran. Ja, das hier sind die Daten. La Strada Regent S4x4. Und das Gewicht des Grundfahrzeuges 2987 Kilogramm, im fahrbereiten Zustand 3175 Kilogramm. Frischabwassertank 70 und 100 Liter. Die Bettmaße auch 1,98 Meter mal 1,44 Meter. Marlene, du bist relativ hoch. Ich zeig das mal gerade. Wenn du mal ganz kurz einen Schritt mal runterkommst, dass man das mal sieht. Hier ist noch eine Treppenstufe mit drin, die ist jetzt hier ersetzt worden in der Messe natürlich durch eine Stufe mit drin, aber das Fahrzeug hat eine unglaubliche Höhe über dem Grund, das heißt, ich habe eine tolle Bodenfreiheit hier. Ja, auf jeden Fall, und wie du siehst, da ist auch noch mal eine Stufe, die hier herauskommt. Also die rausgefahren wird. Genau, die rausgefahren wird fürs leichtere Einsteigen. Ja, ist wie Weihnachten, wenn du unten mal öffnest. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Du kriegst das hin. Oh, warte, jetzt. Da ist es. So, da kann ich ein bisschen was einladen, ein kleines Staufach mit drin, oben drüber. Was so direkt ist, da haben wir auch noch mal ein kleines Staufach von unten drunter. Das ist mit drin. Ich habe hier vorne habe ich die Verlängerung von der Küche mit drin. Wenn du die mal hoch, von unten nach oben einfach ziehst. Das meinst du? Ja, genau. Da kann man die Platte verlängern. Ja. So, und das ist relativ einfach, wie du siehst. Da ist jetzt hier so ein Metallteil. Wenn du das, die rechte Seite nach oben drückst, dann geht es auch wieder runter. Und ansonsten hältst du es. Genau, die rechte Seite von dem Teil, siehst du? Und die kann man so nach oben drücken, einmal hochheben. So, und jetzt nach oben drücken. Ach, das meinst du? Genau, und dann geht es wieder runter. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, das System. Da ist die Stufe, wenn die Sicherung drin ist. Du kannst die Stufe mal ausfahren, da ist ein kleiner Schalter, siehst du den? Ja, meinst du, das geht? Ja, könnte gehen. Genau, wenn du den festhältst. So, und da kommt die Stufe raus. Oh, du kannst mal einsteigen. Schauen wir mal. Denn ja, 134.210 Schweizer Franken kostet das Fahrzeug. Denn wir drehen in Bern. Und hier, ja, da sieht man auch schon ein bisschen, die Fahrersitze sind schon mal aufgewertet. La Strada ist schon mal eingestickt. Wie gefällt dir das Fahrzeug? Ja, es ist sehr kompakt. Sehr schlicht. Das Design ist auch modern. Ja, es gibt auch gleich eine kleine Überraschung, denn ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber das werden wir gleich erfahren. Hier vorne hast du die Möglichkeit, nämlich zwei entsprechende Verschlüsse zu öffnen und hier was runterzulassen. Das können wir gleich mal machen. Was das auf sich hat, das werden wir gleich mal erfahren. Meinst du, da ist ein kleines Bett? Nee, oder? Das werden wir gleich mal sehen, was dahinter ist. Ja, vorne automotiver Charakter. Ich habe also ein riesengroßes Display mit drin. Er fährt sich wie ein großer SUV, habe ich gesagt. Der hat eine Sperre drin, eine Differentialsperre mit drin, Multifunktionslenkrad mit dabei und er ist extrem leise. Das heißt, sie haben wirklich in die Geräuschdämmung unglaublich viel investiert. So gar nicht so Kastenwagen-like. Dann habe ich hier natürlich einen Komfortsitz mit drin.
mit ganz vielen Einstellmöglichkeiten. Hier habe ich nochmal eine Armauflage mit dabei und hier ganz viele Knöpfchen, wo ich noch Sachen einstellen kann, wie Lordosenstütze und so weiter. Sitze kann ich drehen, hier ist ein kleiner Tisch mit drin. Ja, und hier hast du auch nochmal zwei Mitfahrsitze, oder wie sagt man dazu? Sitzplätze, Gurtsitzplätze. Genau. Gurtsitzplätze, das meinte ich damit. Genau. In der Seite reinkommen. Also, ja, von der Größe her würde ich sagen, größere bis Teenager, denke ich mal, oder? Vom Breite her. 4x4 bedeutet, ich komme auch auf schlechten Wegen weiter. Hier habe ich einen Tisch mit dabei, den kann ich auch verstellen, den kann ich drehen, wie ich sehe. Und ich kann ihn schieben, nochmal von der Seite, dass ich das also hin und her schieben kann. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Das ist die Sitzgruppe. Hier oben die Möbel in schwarz. Ungewöhnlich, haben wir noch nicht gesehen auf der Messe. Nee, bisher noch nicht. Das ist, weiß nicht, ist das auch zeitlos? Schwarz weiß nicht. Mal sehen. Bitte mal öffnen, die Möbel. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich entweder drücken oder ziehen. Ja. Ziehen. So, eine recht große Tiefe. Darunter habe ich übrigens nochmal Staufächer, die so in Metall sind. Ja, da kannst du, denke ich mal, kleinere Sachen ablegen. Handy und Co. Kann auch laden direkt. USB-Anschluss hier. USB-Anschluss. Was heißt, ich habe ja mal ganz große Lust, das mal zu öffnen. Komm, wir machen das mal auf, was da drunter ist. Ich frage mich, ob das nicht einfach nur eine Abdeckung ist. Werden es gleich mal erfahren. Ne, ist ein kleines Fach, was ich nutzen kann, dass ich hier was ablegen kann. Zum Schlafen ist es ein bisschen klein, man könnte jetzt ein kleines Kind reinlegen. Ne, aber schau mal, also es geht auch nicht tiefer, hier ist tatsächlich die Verkeilung. Ein Staufach. Staufach, was ich hochklappen kann, wenn ich zum Beispiel bequem einsteigen möchte. Ich würde hier wahrscheinlich einfach, damit es auch während der Fahrt nicht herausfällt, sowas wie Bettdecken wahrscheinlich hier reinlegen. Genau, wenn du es mal zumachst. Denke ich, oder? Ein kleines Detail. Noch andere. Jetzt ist es zu. So, vorne habe ich Staufächer, das Original-Cockpit von Mercedes-Benz. Hier vorne habe ich noch Ablagen mit drin für Getränke und Co., die ich hier reinlegen kann. Und ja, kommen wir mal zur Küche. Die Küche hat den typischen Küchenblock an der Stelle, wo man es erwartet, direkt am Eingang. Hier vorne habe ich eine kleine Mülltrennung. Ja, ein Fach mit Müll und noch mehr Stauraum. Besteckkasten und noch ein Stauraum. Wenn du den unten mal ganz ausziehst, mal komplett, das ist die Größe. Genau. Ist okay. Dann habe ich hier ein Kochfeld und eine Spüle. Wenn du das mal kurz aufmachst, bitte. Da mal kurz mal reinschauen. La Strada bei Can. Das sieht schon edel aus, oder? Mit dem sieht schick aus. Es ist nicht rund. Es ist alles anders gestaltet. Das gefällt mir auch nicht schlecht. Daneben ist die Spüle. Ja, warte. Neben den Spaghetti. Die Spaghetti mal weg, nicht, dass ich das zerstöre. Die Deko. So, wahrscheinlich eine kleine Gasflasche. Können wir uns gleich mal angucken. Großes Spülbecken. Ja, also Hersteller. Habe ich auch schon entdeckt hinten im. Ja, hast du entdeckt? Im Kofferraum ist der Anschluss. Also zumindest die Halterung dafür habe ich gesehen. CAN ist der Hersteller. Hier vorne habe ich die Steuereinheit von der Truma 6D mit App-Steuerung mit dabei. Temperatursensor oben drüber. Hier unten die Hauptsteuereinheit, bei der ich Füllstände und so weiter ablesen kann. Hier ist noch ein kleines Fach, La Strada. Ja, da würde ich, denke ich, das, die Gewürze reinstellen. Bietet sich an. Hier hast du noch Schalter für Licht. Ah, guck mal, hier ist auch nochmal ganz süß integriertes Licht. Ambiente Licht, ja. Und das ist das Licht über dir. Und hier auch nochmal Anschlüsse, USB-Anschlüsse und ganz. Einmal Schweiz, einmal Euro, interessant. Ja, das ist echt interessant. Du kannst also zwischen zwei Bundesländern hin und her reisen, ohne die Stecker zu vergessen. Wobei das ja die Frage ist, was nimmt ein Schweizer mit? Wahrscheinlich ein Schweizer Stecker. So sieht's aus. Ja, hier vorne hast du ein kleines Fach. Wenn du das mal gerade öffnest, da ist ein Vorhang dahinter. Siehst du es? Nein, das hier meinst du? Ja, genau. So, und damit kannst du. Das ist cool gelöst. Kannst du komplett abtrennen.
und kannst den Schlafbereich abtrennen vom vorderen Bereich, wenn du mal deine Ruhe haben möchtest. Arretieren. So, und wenn du nicht mehr haben willst, kannst du einfach wegschieben. Ja, das geht auch ganz flott. Nach unten geschoben und weg ist es. So. Das Bad. Oh, hier was ganz Kleines. Hier haben wir Rollschränke. Da ist auch noch was. Ist das süß. Ja, da kriegst du auf jeden Fall auch noch mal vielleicht die Kaffeetasse rein und ein paar Sachen. So, hier haben wir die Klimaanlage Dometic. Steht zumindest Inverter drauf. Ich nehme an, das ist. Kannst du gleich mal anschauen. Hier, könnte der Kühlschrank auch sein, die Steuerung. Ja. Nochmal aufmachen bitte. Habe ich richtig schön viel Platz. Der Kühlschrank. Bin mal gespannt. Da ist er. Ein Kompressorkühlschrank mit drin. Mhm. Mit kleinem Eisfach auch. Ja. Sie sichern. Unten ist noch ein Schrank. Viel kann man ja nicht mitnehmen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich denke mal, wenn du jeden Tag einkaufen musst. Ah, guck mal hier. Kannst du tatsächlich noch mal was einhängen? Schau mal, warte. Einhängen? Sind da. Da ist ein kleiner. Genau, geh mal rein. Ja, da darf ich nicht. Doch, doch. Einfach rein. Und hier vorne sehen wir, da vorne ist ein Kleiderhaken mit drin, den kannst du einhängen. Da unten sind die Gasabsperrventile drin und das ist die Zwangsentwässerung, das blaue. Hier ist noch ein Fach. Da ist es drin, auch vom Möbelbau her schräg, wenn man da keinen Platz verliert. Ja, wir haben wirklich hier alles aus. So, der Boden auch grau und jetzt kommt die Nasszelle. Auch die hat einen Vorhang mit dabei, der ist jetzt nicht montiert. Ich war nicht im Messebetrieb, hier kann ich ihn komplett zuziehen und habe für einen Kastenwagen doch ein relativ großes Bad, was ich richtig zumachen kann. Spannend. Mit Magneten. Ja, wahrscheinlich erst die eine Tür, die andere, genau. So, jetzt ist es zu. Warte, ich zeig das mal gerade, wie es komplett aussieht. Da ist es. Auch die Tür kann ich komplett verriegeln, wenn ich das möchte. Mach mal auf nochmal. Da ist nämlich ein Schloss mit drauf. Ja, wenn du mal kurz drin bleibst, da sieht man es nämlich von der Größe her. Du bist 1,72 Meter. 1,72 Meter kann es gut stehen. Hast hier vorne eine drehbare Toilette mit drin. Genau. Dann hier oben hast du ein kleines Schränkchen. Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen. Hier ist auch nochmal was. Kleiner Stauraum für. Ein großer Spiegel, der leicht angeschrägt ist, dass du dich komplett sehen kannst von hinten. Ja, das ist echt gut gelöst. Das Waschbecken. Du hast recht. Ja, das finde ich auch toll. Ist das Edelstahl? Ja, ne, oder? Ja, ist so leicht geriffelt. Ja. Dann sieht man die Toucher nicht so direkt. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das sieht auf jeden Fall sehr pflegeleicht aus. So, da ist ein 12-Volt-Lüfter mit drin von Fiamma. Das heißt, man kann auch aktiv abziehen. Dometic-Kassette mit drin. Dann ein kleines Fach. Ah, da unten ist der Toilettenpapierhalter und ein kleines Fach. Das heißt, guck mal, wieder ausziehbar. Die ist ausziehbar, dass ich die hier vorne einhängen kann und kann damit richtig duschen. Ja, viel Komfort auf kleinsten Platz. So ist es. Ein kleiner Lüfter. Kleiner Lüfter. Großes Fenster ist übrigens auch mit drin. Zeige ich mal gerade. Na, so groß ist nicht, aber ist ausreichend. Ja, wenn du mal kurz aufs Bett mal drauf gehst, ja, ist es schwer, da drauf zu kommen? Für mich jetzt nicht. Ist auch mit Kunststoff bedeckt, kann also nichts passieren. Nein, nicht. Aber schau mal, hier ist auch noch mal Stauraum überall. Wahnsinn, da ist noch Technik, das ist jetzt dein Part. Ja, das ist die iNet-Box, das heißt, du kannst damit die Heizung steuern bei Truma über eine SIM-Karte. Ja, schön. Hinten hast du Schränke. Ja, komplett durchgehend. Also wirklich von. Großes Heki. Hier nochmal. Ja, das heißt, du kannst dann auch schön, wenn du hier liegst, nachts die Sterne beobachten, wenn du möchtest. Oder rausgucken hin. Ja, meine ich ja. So, wenn du es mal richtig hinlegst, kannst du ruhig mal reinlegen. Ist alles mit Kunststoff abgedeckt. 1,72 Meter. Du schläfst im Moment quer. Hier sieht man die Ausbuchtung übrigens. Die jetzt hier mit drin ist. Übrigens wäre die Kopfseite die andere Seite, Marlene. Die Fußseite ist die kurze. Du kannst dich natürlich auch so hinlegen.
Na, dreh dich mal an. Dann kannst du theoretisch mit dem Kopf da in die Einbuchtung rein. Und wenn jetzt zwei schlafen, die Füße nehmen ja ein bisschen weniger Platz weg, dann können die sich hier lieb haben mit den Füßen. Aber beide haben am Kopf Platz. Man muss sich schon lieb haben hier, oder? Ja, das sollte man. Definitiv. Aber es ist Platz da, oder? Auf jeden Fall. Warte, ich zeig das mal gerade von außen, dass wir das Ganze mal sehen. Ich komme auf die andere Seite, dass ich mal zu dir komme, wenn du mal sitzen bleibst. So sieht es uns von der Seite aus, das Fahrzeug. Und ein 416 CDI ist drauf. Das ist die Türverkleidung, wie sie gemacht ist. Mit einem Seitsfenster mit drin. So sieht es von außen aus. Das ist komplett integriert, bündig. Und hier ist der große Wechselrichter von Dometic. Also was ich wirklich sehr nett finde in dem Fahrzeug hier, dass hier wirklich fast in jeder Ecke des Fahrzeugs USB-Anschlüsse sind. Ne? Also kannst auch nochmal hier dein Handy laden, da auflegen oder hier tatsächlich reinstecken, eine Handytasche. Wenn du irgendwas am Lesen bist, noch reinstecken, abends vielleicht nochmal lesen. Integriertes Licht wieder. Hier ist schick gemacht. Fliegengitter oder abdunkeln. Ja, das ganze Auto hat Allrad, das heißt schlechte Wege ist kein Problem. USB hast du mit drin. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst, dann kannst du mir helfen, hier mal ein paar Sachen zu öffnen. Hier kann ich das Bett quasi bauen. Hier oben habe ich, mal kurz mal schauen, wie könnte das sein? Da habe ich nochmal Staufächer. Ja. Gasflasche war auf jeden Fall auf der linken Seite. Hier ist auch noch. Nee, das gehört nicht dazu, das liegt nur da drin. Also auch Stauraum. Ich frage mich gerade, ob das eine Funktion hat. Ja, ich glaube, damit kannst du wahrscheinlich das von innen einfach mal aufziehen. Ja, genau. Das kann man abbauen. Wenn du das abbaust, kannst du das Bett komplett ausbauen und kannst das Fahrzeug als Lieferwagen benutzen. Das heißt, du kannst dann auch Sachen durchladen hier vorne, wenn du da mal öffnest. Genau, das sind die erwähnten Anschlüsse und fürs Gas. Heizung für die Gasflasche. Trotzdem 2x11 Kilo. Das heißt, also trotz der Dieselheizung habe ich noch genug Gas an Bord und kann das dann, wenn man das möchte, ja, optimal beheizen. So, ich. Ah ja, hier ist, sag mal, Technik. Technik eingebaut, die Sicherung mit drin, auch 230 Volt. Und der Solarregler, Solaranlage mit drauf von Votronic. Ich gehe mal gerade ganz zurück, wenn du mal kurz da stehen bleibst, wegen der Größe. So, deine Größe heute? 1,72 Meter. Und wenn du hinten mal zumachst, bitte? Die Tür, meinst du? Beide Türen, ja. Was ist zuerst? Diese zuerst, die linke. So, und das ist dann die Optik von hinten. Was natürlich schick ist, ist dieses, ist das Reserverad. Das heißt, wenn du irgendwo gegenkommst, dann erstmal gegen das Rad. Ja, das ist nicht schlecht so, ne? Manchmal, wenn man keine Rückfahrkamera hat. Hat man aber, da oben ist sie drin. Ja, mittlerweile ist, glaube ich, auch Standard, oder? Die Rückfahrkamera, also viele, ja, doch schon. Also das muss man einfach mitbestellen. Also ich glaube, bei diesen größeren Fahrzeugen, ne, das meine ich. Jetzt bei meinem Q2 habe ich das jetzt nicht mitbestellt. Ich habe da nur den Piepser drin. 416 CDI, da oben ist die Fiamma F80S. Oben am Dach drauf, in schwarz natürlich, steht dem Auto auch ganz gut und ja, richtig schön. Hier steht da, Lastrada Regent S4x4 und das sind die Optionen, die man dafür hat. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Sonderausstattung noch und nöcher. Ja, der Endpreis hier in der Schweiz inklusive 7,7% Mehrwertsteuer sind 134.210 Schweizer Franken. Ja, wir sind auf dem Swiss Caravan Salon 2020. Er findet tatsächlich statt, als einer der ganz wenigen Messen, die noch stattfinden. Tolles Auto, 4x4 von Strada auf Mercedes-Benz Vito 416 CDI. Danke fürs Zuschauen.